Es sind kuriose Schlussmomente beim Spitzenspiel der französischen Ligue 1 zwischen Nantes und Paris Saint-Germain, die europaweit für Lacher sorgen. Starstürmer Kylian Mbappé wird von Nantes-Verteidiger Diego Carlos gelegt. Schiedsrichter Tony Chaperon steht im Mittelpunkt des Geschehens. Er zeigt dem Defensivmann, der zuvor gelb gesehen hat, die Ampelkarte. Die Aufregung bei den erzürnten Spielern ist groß. Nantes-Präsident Waldemar Keita kann es gar nicht glauben. Die Gelb-Grünen sind außer sich. Der Referee sorgt für Gesprächsstoff. Warum die Spieler aber derartig aufgebracht sind, wird erst in der TV-Wiederholung sichtbar. Wenige Augenblicke vor dem Ausschluss kreuzen sich die Wege von Chaperon und Carlos auf dem Spielfeld. Der Schiri gerät in Straucheln und fällt. Im Fallen tritt er gegen den Nantes-Verteidiger, den er wenige Momente später ausschließt. Obwohl die Absicht, den Spieler zu treffen, in TV-Bildern eindeutig zu erkennen ist, erzählt der 45-Jährige nach Matchende, er sei ausgerutscht. Zu einer öffentlichen Entschuldigung kann sich der Schiedsrichter, der im Zivilberuf Polizist ist, nicht durchringen. Für diese Aktion verdient der Unparteiische nur eins, die rote Karte.